Firestarter, very hard. Nee, aber hart, ihr kannst erstmal very hard reinnehmen, aber. Ja, nee, guck mal, wie viel Erfahrung man kriegt, Mann. Ja. 145.000 plus 40 plus 19 für mich. Okay, ich rechne mal schnell aus, wie viel das dann wären. Ich habe auch plus 19 übrigens. Können sie ja aufmachen, dann kommen vielleicht Leute rein. So Reputation Limit irgendwie 60 und dann packen Okay. wir da komplett hier Public und dann kommen da bestimmt coole Leute rein, Ja, dann die mach. geil sind. Das wären dann übrigens 231.000 XP. Siehste, geil. Thorsten und ich haben übrigens mal versucht, das Ding zu sterfen. Wir halten es Und? für unmöglich. Okay. So. Schicke Maske. Von wem? Oh. Okay. Ja, Ich total. inspekte ihn mal. Und dann? Hier kann ich gucken, was er so Cooles hat. So. Krass. Er ist in Mastermind geskillt. Fast komplett. Er Okay. hat ein bisschen Enforcer, ein bisschen Technician, ein bisschen Ghost. Ja, dann starten wir lieber, bevor er wieder abhaut. Er hat 5 Tage auf Dings geschafft. 5 Tage hat er auf der schwierigsten gemacht, dieser neuen. Er hat ganz schön viel Zeug. Der ist cool. Auf der neuen? Ja, auf dem Overkill hier, dem Nach-Overkill. Deathwish. 5 Tage? 5 hat er auf Deathwish gemacht. Ach, 5 Missionen. Ja, ja, Ja. bescheuert, okay. Ich finde das Inspekten cool. Ja, toll, das beste Feature vom Hux-Mod, da Hux hat. Nee, ich glaube, das ist das die UI in-game. Die finde ich derbe geil. Naja, dann leg mal los, wa? Sind alle da? Ja, nein, aber er sagt schon go und hinterher haut er ab, wenn das ein guter ist. Das kann auch noch jemand nachjoinen, du hast es ausgemacht. Hab ich an, hab ich an. Ja, perfekt. Wie immer an. Oh, ich hab die falschen Waffen ein bisschen. Ja, mach hier nicht rein. So. Halt! Besser. Oh, das ist ein 3-Tage-Job. Hab ich vergessen. Das ist der mit dem FBI. Ja, macht Ja. ja nichts. Kein Hier ist Problem. der Green Seers hier. Der regelt das für uns. Hux hat Verkaufst du alles hab sofort? bisschen Geld Bisschen Hacks. übrig. Nein, das stimmt nicht. Naja, das Hux hat ist so eine, Ich kann ja, das nicht. ist so eine Modifikation, Kannst, kein Maga, wie schreibst Hacking. denn du? Hä? Nichts, schon gut. Lass mich halt in Ruhe, Ist eine Mann. Kein Modifikation. Hacking. Damit geht einiges leichter. DLC. Google mal danach. So, wollen wir loslegen? Ah ne, die müssen wir selber auf bereit legen. Okay. Danke, Mate. Das kommt der heftigste Kontrast so. Modifikation. Echt? Kein Hacking. Mann, das will Ruhe. Ich hab schon maximale Granaten. warte, ich wollte dich auch schreiben, nicht kein Plan. Wir sind, glaube ich, links. Oh, Scheiße. Okay, jetzt haben sich die Frames auch wieder gefangen. okay. Geil, dass es das hier vorne ist, Mann. Wir können richtig schnell hier weg. Ja, ne? Waffen? Kann ich mal bitte. Ah, ne? Achso. Ich habe schon wieder vergessen, die Dings mitzunehmen, die explosiven Dinger. Ich vergesse das jedes Mal. Ich denke so, ja, hier geht mein E-Laut rein, da gibt's nichts zum in die Luft sprengen und es gibt doch was. Naja, ist ja nicht so schlimm jetzt. Ich bringe die Sache einfach nach oben, das kann ich am besten. Schon geübt. Ja.
Oh, was gibt's hier denn Schönes? Granaten. Ja, ist so freigeschaltet. Ja, alles auf einmal. Wie mache ich das nur? Ja, für den Otto Normal Payday-Spieler. Ja, stimmt. Das klingt wie Ottomane, so Türken. Ja. Der türke Payday-Spieler, die kennen das nicht so. Echt? Die türkischen Payday-Spieler, die haben keine Ahnung davon. Da sind so Typen. Ist das einer von uns? Nein. Ich glaube, es ist nicht so klug, wenn zwei Leute Taschen hochtragen. Maga, das Sniper ist so gut, Mann. Ich schieße einfach durch die Schilde durch. Okay. Geht das wirklich? Oder ist es irgendwie... Ja, ja. Ah, okay. Ich habe durch sie durchgeschossen. Cool. Das muss man sogar machen, damit man eine Erweiterung dafür freischaltet. Wie viel Schaden machst du nochmal damit? 200. Oh. Mit dem Ding hier. Hilfe. Hey, du bist down, ich komm gleich her. Ja, da ist schon einer, der mir hilft mit seiner schallgedämpften Waffe. Ja, aber... jetzt hat er das Ding nicht aufgejagt. Okay, seid alle wieder ab, oder? Oh, hey, der Kerl hier, dieser Scorpion-Ficker. Mhm. Er schreit die Leute einfach an, um ihm hochzuhelfen. Ah, cool. Praktisch, praktisch. Gibt's überhaupt noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ja, hier sind auch ganz viele. Ja, wollen wir einfach gehen? Maga, wozu? XP? Viel wichtiger als Geld. Sagt er. Okay, ich sag schon nichts mehr. Du weißt doch, wie ich dazu stehe. Hier ist ein Bulldozer übrigens. Ich glaube, ich lege mich am besten nicht mit dem an. Markier ihn mal lieber. Ja, da ist er. Nein. Nein, nicht Hands up. Da ist er. Oh, 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 oh. Okay, Schießt die Sentry auf den Bulldozer? Weiß nicht. Glaub nicht. Vielleicht schon. Ich schieße auf den Bulldozer. Die Sentry ist so praktisch. Viel besser als diese komischen C4-Teile. Nein. Doch. Man kann mit den C4-Teilen Sekunden Türen aufmachen. Mit dem Bohrer braucht man dafür manchmal ziemlich, ziemlich lange. Mal, stirb! Stirb doch! Oh mein Gott! Wechsel die Waffe. Danke. Nimm die andere Waffe. Töte ihn. Hau ab. Alter! Ich habe keine Munition mehr, habe ich gerade festgestellt. Brauchst du die Munition? Könnt ihr in diese Seitengasse kommen. Du legst es nicht einfach dahin, wo die Taschen gerade eben liegen haben. Weil ich gerade spontan out of money war und überfordert mit der Situation und... So. Schneller. Natürlich muss ich nachladen, wenn ich den Schild abknallen möchte. Ist doch immer so. So. That's 7. That's 8. That's 10. That's 20.000. Lass liegen, komm her hier. Okay. Warum? Vermutlich sehe ich es gleich, wenn ich hier bin. Weil ich Angst um mein Leben habe. Achso, das macht nichts. Und außerdem brauche ich Munition. Hier so eine Tasche. Ich muss in die Seitengasse zu rennen. Kannst du Munition hinlegen schnell? Hä? Muni. Muni, ach du wolltest Munition, ne? Ja. Ich hab nämlich nicht mehr mit der Sniper. Wenn ich die Schilde sehe, kriege ich die Krise. Ja, einfach gehen und fertig. Stimmt, stimmt. Bisschen Strom sparen. Ach Mensch, ach Mensch. Ihr macht das schon nicht, trage die Tasche hoch. Ja, das sind Skulldozer. Ein Skulldozer? Das sind die Bulldozer in noch härter. Okay. Ich wusste nicht, ob die so heißen, okay. Also diese komischen, die... Die haben einen Totenkopf auf dem Dings da. Ich wollte nicht... Ja, das ist ziemlich eklig. So. Okay. Cool. Nice.
Siehst du, wir haben alle rausbekommen. Wow, dafür müssen wir sie alle irgendwie verwerten und... Nein. Wir gehen jetzt gleich ins FBI. Ja. Echt? Ja, kennst du die Mission nicht mehr? Ach, natürlich, es war doch das FBI und immer der dritte Tag war dann die Bank, wo wir das Geld verbrennen müssen. Richtig. Okay. Cheating! Das ist schon praktisch so ein Typenfarben mit 200% mehr. Ja. Was? Ja, ja. Stealth? Never. Pussies. Meint er es gerade ernst? Macht er das jetzt? Keine Ahnung, ich... Ja, offenbar schon. Oh, nein, nein. Ich wollte gerade nachfragen, ob er sicher ist. Zu spät. Gar nicht. Oh Mann, ey. Das wird unser Tod sein, ne? Er macht es doch. Hey, wieso? Was? Oh, hey, warte doch, er macht das. Ja, natürlich macht er das. Ja, chill. Sollen wir jetzt hier warten, oder was? Ich warte jetzt hier. Okay. Oh nice, wir haben ja einen Spotter. Ja. Geil. Aber ich wollte diesen Greenies hier gerade. Ja, das. Der okay. Greenies hier ist ja nur. Der Greenies hier ist nur, ne? Und. Ja. Ja. Greenseer. So viel zu Stealth. Greenseer, you misunderstood. Yep. Dot. Irgendwas hat er definitiv nicht verstanden. Ist er überhaupt Englisch oder? Egal. Oh. Oh nein, stopp. Kurz nachladen. Machst du da hinten, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung. Versuchen zu überleben. Ja, wieso da hinten? Ja, weil ich die ganzen Typen ausschalten wollte. So ein. Ja, weißt du, das muss ich einfach haben. Das macht das Spiel keinen Spaß. Ach, wir sind gleich wieder raus. Wir brauchen nur 160 Sekunden. Dann nehmen wir den Server und hauen direkt ab. Ja. Aber das ganze Koks. Ja, okay. Bringen wir schon mal raus? Ja, natürlich. Nicht! Oh Mann, er hat das Gold mitgenommen. So ein Idiot. Nicht gut? Es ist ultra schwer. Ey, hier ist ein Fischer. Das kann man zusammen mit dem Server raustragen, das Gold. Ja, okay. Gut. Oh Mann, ey. Der Typ müsste echt mal automatisch nachladen. Und nicht abhauen oder so? Wie können das noch überhaupt nicht abhauen? Ich meine rein, ins sichere. Da haben keine 500 Milliarden. Unterwegs. Ja, ich auch. Sind wir alle down? Nein. Was bist du denn schon wieder down? Wir sind alle down außer dir. Oh, Maga, wieso sterben denn andauernd alle? Weil da 500 Milliarden Menschen waren, die auf uns geschossen haben. Geh du dem anderen helfen? Nein. Versuch dem Kerl jetzt irgendwie. Ich kann da nicht hinten hingehen. Ich glaube, ich will irgendwie 10-mal sterben. Vor allem kann ich nichts treffen. Oh, Mann. Tja, Greenseer, alles deine Schuld. Irgendwie schon. Ich hab Scorpion-Typen das zugetraut, dass er das durchmacht. Stealth. Ja. Vor allen Dingen, weil es ganz hier vorne war. Kloppt. Hast du ein Medic Pack? Nein, ne? Medic Bag? Nein. Na gut, wir haben immerhin schon mal ein bisschen Muni. Kerle klauen unser Koks. Kein Problem. Das ist ein Pro-Job hier, oder?
Nee. Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Und dann gibt es trotzdem so viel Erfahrung? Ja, weil es ein sehr schwerer Job ist. Über ach drei so, Tage. Okay. Ja, gut. Ich glaube, wenn du dreimal irgendwie hier vier Läden machst auf sehr schwer, dann gibt es immer noch nicht so viel. Natürlich nicht. Nee. Also, das kannst du auf Deathwish machen, da kriegst du nicht so viel für. Naja, eben. Siehst du, dass der Bohrer jetzt grün ist? Blau, meine ich? Blau, nö. Also ich meine der Counter. So, da nee. Steht Drill in blau. Das steht jetzt immer noch in grün 44 Sekunden. Okay, ja, bei mir steht es in blau, weil der eine Chance hat, sich selbst neu zu starten. Ah, okay. Fischer, 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 Fischer. Komm rein! Ja. Heilige Scheiße, was tust du denn da draußen? Keine Ahnung, deine Theorie verfolgen hier so, ja, erst alles abschlachten, immer ein bisschen und... Ja, aber nicht, wenn du draußen Macker, guck dir dein scheiß Leben an. Ja. Ja. Guck dir sein Leben an. Soll ich vielleicht kurz down gehen und hilfst du mir und dann... Ist ja eine super Idee, rausgehen und alle abschlachten, aber nicht, wenn man dabei so endet. Nee. Kannst du mich mal kurz abknallen, bitte? Okay, wir haben den Server, setzt du ganz schnell raus. Gehen wir davon schon aus. Mal? Ja, gehen wir bitte davon aus, dass ich gleich down gehe, dann könnt ihr mir kurz helfen und dann habe ich wieder ein bisschen. Ja, dann renn doch nicht so weit von mir weg. So. Heilige Scheiße, wie soll ich denn so schnell mit dem Server hinterherkommen? Hier ist auch ein Sniper, ich gehe ein bisschen so. Ich ein Sniper platt. So. Irgendwie werde ich auch nicht getroffen. Ja. Okay. Mein. Geh ihm helfen. Ja. Hier ist noch ein Cloaker. Das wird nichts. Der ist direkt hier. Oh, oh. 2 Sekunden. Scheiße. Hilfe. Ja. Kannst du bitte hier. Du bist noch hier, oder? Hat Spoonfick hier den Server? Ich glaub schon. Oh Gott, das wird doch nie was. Reinrenne. Hä? Nicht, wenn ich in eure Granaten reinrenne. Bist du? Wieso hilft mir niemand? Bist du da? Ja. Jetzt seh's. Oh nee. Heilige Scheiße, wieso ist das so wieso ist das so laggy jetzt? Keine Ahnung, die ganze Zeit irgendwie schon, ne? Ja. Seitdem du den Host übernommen hast. So ein Blödsinn. Ja. Nee, jetzt brauchst du ja auch nicht rausreden hier, ne? Nee, bisschen doof gelaufen. Ich schieb das alles auf Greens hier. Sind jetzt alle down? Ja, die anderen okay. Sind disconnected. Achso, ist der andere auch schade. Jetzt hätte ich ihm gesagt, kann das die nächste Runde machen. Guck mal, Chains, er geht bei mir hier einfach rückwärts lang. Ah, gut. Jetzt steht hier nochmal Chase spielt Payday 2. Magie ist fuck, man. Ja. Aber das sind so Bugs, die mit denen kann man einfach leben. So Bugs in Omsi oder so. Ja. Damit kann man leben. Kann den Scheiß nicht zu Ende spielen. Okay. Schade, schade. Ist er disconnected oder hat er die Verbindung verloren? Er hat die Verbindung verloren. Ja, Verbindung verloren, aber sie sind da nicht irgendwie... Da steht immer Verbindung verloren im Deutschen. Ach so. Schade, schade. Ja, ist ja offen. Ja. Hey, er ist wieder hier. Ja? Ja, Greens hier. Oh nein, den wollte ich aber nicht, ich will den anderen haben. Ja, was soll man machen, ne? Greens hier ist ein Penner. Oh Gott. Hä? Was? Naja, keine Ahnung. Ich beleidige ihn einfach, ich kenne ihn ja nicht mal. Absolut. Das Internet, deal with it. Ja. Kommt der andere Typ vielleicht auch nochmal wieder? Bitte? Natürlich. Bitte? Bitte? Also bei mir leckt's gerade. Okay. Nein, aber BSAG joint.
Hey, 20 nach 4 schon. Oh shit. Ja, dann ist das das letzte hier. Oh, hätte ich bloß nichts gesagt. Tja, das ist sogar diesmal wahr. Hättest du bloß nichts gesagt. Ja, nur wegen der Uhrzeit. Ja, richtig, weil ich um 9 Uhr mit dem Horn raus muss. Dann kannst du bis dahin wach bleiben. Nö. Wieso nicht? Und ich weiß, seit wann ich wach bin. Seit wann denn? 6 Uhr. Oh. Ja gut, dann ist man irgendwann noch müde, ne? Das ist ja klar. Tatsache. Das ist ja nicht wegen der Uhrzeit, das ist ja wegen der allgemeinen Müdigkeit, die dann irgendwann mal eintritt und dann die Zeit dazu. Und das dann meinst du mit Uhrzeit, ja. Ja. Das ist jetzt nicht so ein René-Ding, weißt du, oder so ein Stefan-Ding, so, oh, 11 Uhr, ne? Okay. So was ist das nicht. Na gut, na gut. Könnte BSAG jetzt mal loslegen? Naja, ich kann ihn auch nicht kicken in dem Status, ne? Weil, ach so. Da habe ich keine Kontrolle drüber. Ah. Nein. Der hat doch nicht mich gesehen. Ja. Hier ist ein Server Room. Ich bin eh schneller. Nein, ich bin schneller. Na gut. Yes. Stell dir vor, du müsstest hier 2-3 Mal bohren. Und dann noch abhauen. Und da sagt einer, die C4 ist nutzlos. Habe ich nie gesagt. Gerade eben, erster Tag. Hä? Am ersten Tag ist es viel besser als das C4. Ach so, ja, das war die Sentry. Das war in diesem. An die Tür klatschen. Nein, das war in diesem Fall, weißt du? Muss man immer situationsabhängig betrachten. Ah, hier ist so eine Kamera. Hättest du ruhig was sagen können, dass hier Waffen liegen? Was willst du mit den Waffen machen? Mitnehmen? Ist Koks besser oder was? Damit kann man nichts rennen. Achso. Ja, das macht Sinn. Mit den Waffen schleichst du so durch die Gegend. Irgendwann muss den Bohrer neu starten. Ja, macht der Typ schon. Eine. Der Greens hier. Ich sehe nichts. Er hat also auch mitbekommen, dass Geschwindigkeit sehr, sehr wichtig ist. Hat er? Ja. Warum kommen die immer aus dem Boden, also aus den Gullideckeln? Was macht er da? Naja, damit man so, weißt du, so, die sind besonders toll. Also die Polizeieinheit will ich sehen, die irgendwie durch die Kanalisation geht und dann irgendwo zum Ort des Verbrechens kommt. Waffen. Ich sehe schon den nächsten Cloaker da oben aus dem Klimaanlagenschacht dazu kommen. Nicht zu kommen. Braucht Hilfe? Ups. Ach was. Statt die Gegner abzuknallen, hilft er mir wieder hoch. Ja. Der hat halt so ein bisschen sozialen Gedanken, ne? Ja, wenn man das wohl wenden kann. Oh mein Gott, jetzt sind wir gut. Ich sollte vielleicht hier draußen mal meine Lampe anschalten, damit ich auch ein bisschen was sehe. Ich hab mich geheilt. Was
Was war das denn gerade? Stop irgendwas yourself. Dieser BSN, BNS ist vollkommen nutzlos. Dieser BSAG. Zu 100%. Alter! Helfen ihm trotzdem. Der Kerl ist so nutzlos, nur am Boden. Siehst du, wenn er down geht, ist er raus, glaube ich. Ne, zweimal steht hier noch. Ja, wir stehen auch zweimal. Wie steht bei dir selber? Wie steht bei dir selber? Drei. Das heißt, man kann viermal down gehen. Ich hab keine Muni mehr. Oh Gott. Mal, was macht dieser Kerl jetzt da oben? Wieso ist er da hochgerannt? Es gibt keinen Grund, da oben zu sein. Ja, der spielt halt nicht so oft. Schwierigkeitsstufe. Der spielt halt nicht so oft mit dir, der kennt das nicht. Wie, der kennt das nicht? Ja, der kennt das nicht. Akzeptier es einfach. Was hat das mit mir spielen zu tun? Ja, du sagst allen Leuten, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, da zu sein. Und es dann macht auch keinen Sinn. Ja, ja, aber da kommen es ja manche vielleicht nicht drauf. Es gibt keinen Grund, da nach oben zu gehen. Ja. Nee. Eben. Willst du einen Server mitnehmen? Siehst du danach aus. Ups, ich hab gerade den Typen abgeschossen. Ja, das wollte ich. Ah, besser jetzt als sonst. Schon wieder so ein Fischer irgendwo rausgekrochen. Können wir nicht einfach gehen jetzt? Wieso geht Greenseer zurück? So, und jetzt ist er down. Super. Echt, genial. Lass ihn da liegen. Also sind nicht mehr ganz so viele hier jetzt auf der Straße, das ist schon mal ganz gut. Ja, der Angriff ja jetzt auch vorbei ist. Ja. Wo ist BSAG? Vor mir. Keine Ahnung. Ich fass es nicht. Rennt irgendwann den Arsch der Welt. Für irgendwie nichts. Ja. Achso, ich hab noch Koks. Das kann man eigentlich auch mit auf den Rücken nehmen, glaube ich, aber. Den Stier bei den Hörnern packen. Wofür sind das? Das sind die Yellow Bull-Dinger. 15 Stück davon sammeln. Die Pakete. Ah, 10 Stück. Ja. Red Spider habe ich voll, wenn ich nur einen habe. Und ja. Ich glaube, ich habe alle schon einmal voll. Ja. Was ist, wer ist Nico? Jetzt versauen wir ihm das gleiche. Nein, bisschen nicht. Wenn er schon mit sowas da rumrennt, dann. Na, vielleicht will er es wieder gut machen, ne? Okay. Er will, dass wir alle stealthen. Try. Stealthen. Ich will nicht stealthen. You try. We stay if you fail. Das Englisch ist so gut. Ich weiß. Man kann einigermaßen verstehen, was ich damit meine. Er scheint es verstanden zu haben. Ja. Schafft er doch eh nicht. Wie will der die ganzen Zivilisten kontrollieren? Ja. Vor allem soll ich nicht diesen Dings hier mitnehmen? Diesen Bohrer? Ja, wie soll er denn da jetzt mal kurz eben mit über die Straße rennen? Ja, soll ich ihn hinbringen, oder was? Ja. Was auch immer. Ich habe jetzt noch voll die fette Waffe hier. Hast du die Assets alle gekauft? Ja. Okay, es gibt nämlich keine Kameras. Ich dachte, die gab es hier immer. Dann gibt es jetzt wohl nicht mehr. Oder nicht in dieser Mission, die 3 Tage geht, sondern ja, nur in diesem Bankjob. Ja, kann möglich sein. Ja. Ich weiß auch nicht genau. Wieso rennt ihr ihm hinterher? Weil ich ihm den Bohrer hin. Ich leg ihm den Bohrer hin.
Nein. Doch. Nimm den wieder mit. Nö. Maga, wenn da jetzt einer rankriegt und den Bohrer sieht, was, dann ist deine Schuld, dass es schief geht. Da ist eine fette Kamera, die abgeknallt wurde. Ja und? Hm. Du meinst, dass ein Paket auf dem Boden sieht man eher als... Ja. Okay. Vor allen Dingen, weil wenn einer drinnen lang geht... das läuft gerade ziemlich schief. Ja. Ich kann nichts machen. Dich sieht jemand, Busfahrer. Oh, super. Tatsächlich. Toll, ich kann nicht mehr hingehen um die... Ganz toll, ey. Und jemand sieht die Dings da. Die Kamera. Na gut. Okay. Alles unter Kontrolle, wie es aussieht. Ne, okay. Fast. Wir brauchen noch die Sicherung, oder? Strom? Ja, ich bin dabei. Gut. Das war mir eine Frage, weil ich nicht mehr ganz sicher war, ob es bei dieser Mission war. Aber es gibt ja nur diese wahrscheinlich. Ja, das ist die einzige mit so einer Sicherung. Ah ja. Wie siehst du übrigens auch unten oben rechts, wie viele Pakete noch da sind. Ah. Die Nummer unter den Geiseln gerade. Hm. 6 Stück gibt es immer? Oder jetzt immer? Hier? Jetzt gerade gibt es 6. Ah, ja. Ist noch 5. Ja, können wir ein bisschen suchen danach, ne? Ich würde es lieber nicht außerhalb des Gebäudes tun, weil, naja, weißt schon. Hier. Ach, kein Problem. So. Das wird schon. Ich suche mal so die Standardplätze ab. Weil du die auch kennst. Oh Gott, wo ist denn hier ein Taser? Ach, da oben. Da musst du erstmal drauf kommen, dass hier oben Taser stehen und auf dich warten. Focus on the civilians, ja. Ich fokus durch deinen Arsch. So, ho. Keine Ahnung, ich finde kein Paket mehr. Ist auch egal. Ja. Wir haben noch 3. 3 haben wir? Waren das nicht 7? Ne, 6 waren es nur 2 haben wir. Reicht doch. Okay. Ups. Ist noch fast. Also, hätte der Leute dabei gehabt, die wirklich gut im Stealthen sind, hätte er das bestimmt hinbekommen. Ja, also diesen Anfang hätte ich genauso hinbekommen, also. Okay. Man, vor allem, ich habe ihm auch eben vorgeworfen, dass das missverstanden hat. Dass wir stealthen wollten, aber er hat es wahrscheinlich nicht mehr verstanden. Also die Sprache. Ne? Ja, weil Stealth-Fragezeichen auch so nicht Englisch ist. Ja, aber ich habe, also wir haben irgendwie Deutsch geschrieben danach. Mhm. Also noch die Runde, wo dieser andere Typ dabei war. Das heißt ja nicht, dass sonst, ja, hat er viel falsch verstanden. Ja, er hätte es verstehen können, aber ja. Ich habe übrigens noch Bretter, warum benutze ich sie nicht? Warte, muss ich schießen? Hallo, wechsel doch die Waffe, Alter. Mann. So. Heilige Scheiße, ich bin beinahe draufgegangen. Hm. Das kann sein. Ah, ich bin draufgegangen. Durch Fischer? Nein. Nein, nicht durch Fischer. Ich sehe niemand mehr. Okay. Hier sind nur Fischer. Da ist Fischer. Ich muss noch Leute durch die Wand umbringen. Hä? Ich muss noch Leute durch Wände umbringen. Okay. Auto-Restart, lol.
Ja, das, um Sachen freizustellen mit dem Sniper, muss man Leute durch Wände abknallen. Okay. Oder halt Gegenstände. Schilde, zählen auch Schilde zu? Ich glaube nicht, nein. Keine Munition. Genau, packst du in einen Raum, den man mit Gas fluten kann. Das ist eine gute Idee. Ja, ne? Ruf gleich, ruf. Oh Gott, die leben ja alle noch. Lad doch nach. Geh doch in Deckung, während du nachlädst. Ich geht ja nicht, ich stand da mittendrin. Ja, weißt du, ein Stück nach links gehen, unten, Treppe runter, niemand mehr hier. Übrigens war das der Raum, wo kein Gas drin ist. Also diesmal zufällig. Da war noch jemand? No. Ein Bulldozer übrigens. Okay. Kannst du bitte mal was tun mit deiner komischen Sniper? Ja, das ist nicht die fette, weißt du? Das ist nur die Semi-Fette. Was war das denn? Eine Granate. Da hören ein paar Zivilisten umgebracht. Na und der Bulldozer ist tot. So klingt das. Keine Ahnung, das klang gerade voll extrem so. Ich dachte, das wäre irgendwie eine fette Explosion. Alter, was ist das denn bitte für ein Schwierigkeitsgrad? Ich weiß nicht genau, was ein Schwierigkeitsgrad ist. Ja, natürlich weiß ich das. Very hard. Er hat die Granate geschmissen. Jetzt mal im Ernst. Ja, bin ich wieder schuld oder was? Ja, wer schmeißt die Granate direkt vor unsere Fresse? Hab ich nicht, ich hab's ja links in den Raum geworfen. Ja, das hilft dem Typen mit dem Anzug nicht. Ja, dann... Hier sind übrigens Sachen zum Heilen drin. Ah ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich bräuchte Munition. Ich bin nur auch durch für heute mit Payday. Also. Ob man auch Präzision über 100% haben kann? Nein. So, wenn man nur mehrere, wenn man nur Leute mit zwei Schüssen killt? Mit einem, wenn man nur zwei Leute mit einem Schuss killt? Ja, das ist so die Frage, aber ich glaube nicht, ne? Würde kein, also weiß nicht, macht das Sinn? Ja, dann macht man ja mit einem Schuss zwei Kills. Das ist die Präzision liegt bei 200%. Nee, dann ist die Präzision immer noch bei 100%, weil du alles getroffen hast, was du treffen wolltest. Ich habe sogar mehr getroffen, als was ich treffen wollte. Ja, okay, gut, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich. Ja, ist schwierig. Das ist vermutlich Auslegungssache. Ja, vermutlich. Aber für Payday vielleicht nicht, das ist ja einheitlich geregelt. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genauso wie es auch kein Abitur gibt, es ein Abitur mit 0, irgendwas? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Ich glaube, es gibt nämlich nur ein Abitur mit 0, irgendwas. Ja, 0,8. Wenn man alles 15 Punkte hat. Nee, dann eben nicht. Du kriegst dann 1,0, aber du musst irgendwelche speziellen Leistungen haben, oder nicht? Irgendwie so Jugendforschung oder so. So scheißegal jetzt. Wieso geht der da nach oben? Weiß ich nicht. Wieso gehen wir alle da nach oben? Nichts. Wie wir hier alle? Schnell, schnell. BSAG, komm her. Hat aber auch gedauert, ey. Gott sei Dank ist der Scheiß vorbei, ey. Wir kriegen noch den 40% ja. Stealth-Bonus. Klar kriegen wir den. Ja, kriegen wir den noch? Ich weiß nicht. Ja, solange wir nicht aus der Lobby rausgehen. Gut. Dann ist das okay. Dann ist einmal Fehlschlagen in Ordnung. Ich glaub schon, oder? Ja, sehen wir jetzt. Ja. A-Bonus, Risk-Bonus, Crew-Alive-Bonus, Skill-Bonus, Gage-Bonus... Stealth-Bonus, 37.000, das ist schön. Was hatte ich gesagt? 200 irgendwas 1000? Hat nicht ganz gepasst. Ja. Level up! Yes! Und gleich nochmal zwei Drittel des nächsten Levels. Na gut, das habe ich nicht. Ich habe aber heute schon zwei Level up, also. Ich kann mich nicht beschweren. Toll, eine Maske. Galaka. Sniper-Holzschaft.
dann verlasse ich mal die Lobby. Okay, wunderbar. Damit ihr alle so eine schöne Nachricht bekommt.